Hallo Leute, heute mache ich ein letztes Tutorial, was Motortuning angeht. Weil ich habe das jetzt in vielen Videos gesehen. Die meisten von euch wollen das sehen, dass es optisch getunt wird. Sprich Verkleidung, halt Sachen, die man auch sieht. Motormäßig, das kann man nur spüren. Und somit machen wir heute das letzte Video für diesen Roller, was motortechnisch verbessert wird. Und zwar, wir werden so einen Vergaser einbauen. Das ist ein Dirtbike-Vergaser mit einem Schieber. Sprich, der Schieber wird eingehangen in Gaszug und somit wird das direkt mit dem Gaszug gesteuert. Original bei den Vergaser, original bei den Roller ist so ein Vergaser drin, mit so einer Membran. Das funktioniert mit Vakuumeffekt. Da steckt praktisch so drin, wenn man Gas gibt, entsteht hier drin praktisch ein Vakuum, so dass sich das Ding anhebt. Und somit gibt der Roller Gas. Sprich, indirekt. Indirekter geht es gar nicht. Also machen wir jetzt das Ganze damit. Der Nachteil dabei ist, wir haben hier einen mechanischen Schock, sprich, man muss jedes Mal, wenn man den Roller anschmeißen möchte, jedes Mal erstmal den Hebel so praktisch umdrehen. So, zack, man sieht hier, die Klappe geht zu, so ist der Schock und so ist off. So fährt man ganz normal praktisch. Sprich, bevor man den Roller anmacht, muss man jedes Mal den Schock so machen, anschmeißen, ein paar Minuten warten, dann wieder auf. Ich werde mir ein bisschen Platz machen, so dass es praktisch frei zugänglich ist. Und ich habe schon gesehen, dass es nicht ohne weiteres geht. Den Vergaser so einbauen funktioniert nicht so ganz einfach, weil der Gaszug, der passt schon mal gar nicht. Weil man hat hier zum Beispiel hier den Gaszug, der wird hier reingehackt. Und bei diesen Vergasern, der wird an der Seite eingehackt. Sprich, der Bubs da an der Seite, der ist ganz anders. Der ist hier viel größer. Und das werden wir halt heute bearbeiten, machen und mehren. So. Mit so einem Luftfilter. Kam dazu, habe alles im Komplettpaket gekauft. Mit so einem Ansaugstutzen, mit alles drum und dran. Mit Dichtung, alles dabei. So, na dann werden wir mal loslegen. Als erstes machen wir mal das ganze Ding komplett ab. Wir werden das jetzt nicht auf Video aufnehmen. Ich denke mal, jeder weiß, wie es geht. Ein paar Schrauben hier, ein paar Schrauben dort und fertig ist die Geschichte. So, wir haben den Sitz abgebaut. Jetzt hier weiter. Jetzt machen wir, nehmen wir erstmal den Vergaser raus. Da mit. Die ganzen schlechten Sauber ab. Aus. So, kommt das schon. Da sieht man mal zum Bodenlack. Brauchen Sie nicht an die Gefilter machen. Das Knie ist hier. Hast du was? So, dann so. Und dann einfach lösen. Rausnehmen. So, dann haben wir hier noch. Den. Sie. Hier ab. So. Zum Nachbarn oder Beschlau. Ab. Und dann bleibt nur noch der Schaft. Das war's. So sieht der alte, beziehungsweise der Vergaser ist gar nicht so alt. So sieht der 125er Vergaser aus. Das war schon Tuning. Übrigens, das funktioniert auch richtig gut, weil ich habe das vorhin versucht. Wir hatten irgendwas mit minus 10 Grad. Der Roller ist gleich angesprungen. Ich konnte damit auch gleich losfahren. Es hat nicht gestottert und gar nichts. Tipptopp. Also, was das angeht, kann ich nur empfehlen. So, jetzt müssen wir weiterschauen. Jetzt beginnt praktisch der schwierige Teil. Das heißt, hier der Gaszug und der Schieber, das ist der hier, wie man das so schön sieht, das wird natürlich hier nicht passen, weil man hat hier so eins und hier so eins. Das passen wir jetzt an. Alles. Erstmal müssen wir mal gucken von der Länge her. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Entweder wir feilen hier drumherum alles ab, so dass es praktisch hier in die Öffnung hier perfekt reinpasst und auch hält. Oder wir schneiden das komplett ab
und löten ein neues Endstück zusammen. So, wir haben hier einen Würfel aus Gips. Den haben wir jetzt durchgesteckt. Das Loch hier ein bisschen größer durchgebohrt. Und jetzt machen wir einfach was drauf löten. Und zwar haben wir einen Gaszug haben wir abgeschnitten. Hier das Stück haben wir abgeschnitten. Und hier was drauf gelötet. Das sieht halt nicht hübsch aus. Ja, muss ich zugeben. Aber es ist funktional. Und mehr brauchen wir auch nicht. Und zwar haben wir das Stück abgeschnitten und das Teil rausgenommen. Dann kommt jetzt hier die Feder rein. Halt, vorher die Dichtung nicht vergessen. Vorher kommt die Dichtung hier rein. Dann kommt die Feder. So. Und dann kommt der Schieber. Der Schieber kommt so rein. Da, was wir ausgeschnitten haben und was wir dran gelötet haben, das passt perfekt. So muss es auch sein übrigens, ja. Jetzt können wir das so lassen erstmal. Wir haben auch diese Dichtung, die originale Dichtung hier unten auch ein bisschen ausgeschnitten. Sieht auch nicht so besonders schön aus, aber das lassen wir trotzdem so. Weil das, dieses Loch, ist auch ein bisschen größer als das, was wir hier haben. Ist halt, wie auch gesagt, vom Dirtbike und nicht von einem Roller. Das kommt jetzt so drauf. In der perfekten Welt würde das alles so passen, wie es ist. Aber, naja, es ist halt so, wie es ist. Und man muss alles ein bisschen anpassen, ein bisschen schieben, ein bisschen drehen, ein bisschen alles ein bisschen so zurechtbiegen, dass es halt alles auch passt. So. Jetzt siehe da, man hat hier kein Gewinde hier unten. Man könnte jetzt zwei Sachen machen. Entweder nehmen wir kürzere Schrauben, sprich, wo das Gewinde, was weiß ich nicht, vielleicht hier schon endet oder so, ja. Oder man nehme ganz normale Schrauben, die man dann komplett rausdrehen muss beim jeden Mal. Oder wir machen einfach unter die Muttern. Wir sind die Muttern, die würden höchstens bis so weit runter gehen. Das ist Abstand von, ja, 1,5 cm ungefähr. So, wir haben hier eine Lösung gefunden. Eine ganz einfache im Prinzip. Wir haben einen alten Ansaugstutzen genommen. Das halte ich noch rumliegen. Das war hier abgebrochen praktisch. Das kennt jeder, der so einen China-Roller gefahren hat. Habe ich hier einfach abgesägt, so mit einem, also flach geschliffen. Und wir haben hier den Ansaugstutzen praktisch, ja. Hier den Ansaugstutzen. Also machen wir das folgendermaßen. Hier habe ich übrigens den Pups gelassen für Unterdruck. Den machen wir hier drauf. Dann machen wir hier die Dichtung drauf. Zack. Dann machen wir den Vergaser hier drauf. So. Unterdruck wird hier unten angeschlossen. So, dass man das praktisch bloß festschrauben braucht. So. Ich schraube das erstmal fest. So praktisch. Dann ziehen. Ich werde nicht so bequem bei die Maschineansatz stutzen. Deswegen muss man sich um die Kabel. Das Ganze ausfestet. Das ist ja relativ egal. Das Wichtigste ist richtig fest. So, im Grunde genommen haben wir hier Unterdruckschlauch. Hier haben wir den Benzinschlauch. Hier oben kommt da drauf. Hier haben wir den Gaszug. Mehr aber auch nicht. Hier haben wir den Schock. Nach unten ist er offen, nach oben ist er zu. Wir haben es jetzt heute relativ kühl. Machen wir zu. Zündung an. Meinst du da? Funktioniert. Der Roller sollte jetzt anzugsstärker sein.
Sprich, der Anzug sollte jetzt um einiges besser sein, weil der Anzug jetzt viel direkter ist. Dadurch, dass man diesen Vakuum-Effekt nicht mehr hat, was ich am Anfang des Videos erklärt habe schon, sondern durch einen Gaszug direkt angesteuert wird. Somit sind wir fertig. Ich werde jetzt noch das Ganze zusammenbauen. Und dann machen wir eine kleine Runde fahren. Man muss eins noch beachten. Man muss eventuell hier ein Stück ausschneiden von der Seite, da der Vergaser jetzt mehr seitlich ist. Ich habe jetzt ein Stück ausgeschnitten und das Ding passt. So. Ich würde sagen, an dieser Stelle wieder einschalten. Ihr werdet bestimmt auch ganz neue Geschichten sehen, die ihr bestimmt noch nie gesehen habt. Ich habe noch eine ganz große Sache mit dem Roller vor. Er wird komplett umgestylt. Also an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Tschüss!